Servus Leute, willkommen zu einer neuen Runde von Wer wird Millionär? Ja, wir haben leider Gottes extreme Probleme hier wegen Skype und dergleichen und so weiter. Mit dabei sind wie immer Schmacki LB. Na, das bin ich. Hype Benjamin. Hallöchen. Und der T-Life. Mist. Oh, Junge. halt, Moment, war falsches Spiel. Ja. Letzte Katze ist jetzt nicht mehr dabei, weil irgendwie gab es von seiner Seite aus Internetprobleme und die haben sich dann auf uns übergegriffen und dann funktionierte auf einmal gar nichts mehr. Dann So jedet nicht. war Das war das Karma. Schmacki war draußen, Heli war draußen, T-Life hatte generell einen Komplettabsturz. Mich hat es dann auch rausgeschmissen, das dann gleich mehrmals hintereinander und ganz im Ernst, das ist richtig schlimm. Nun Ich gut. hab da wohl schon Echo gehört. Ja, das auch noch. Danke, dass du mich erinnerst, weil Schmacki hat mich die ganze Zeit doppelt und dreifach gehört. Er hat sich geklont. Ja, also da war definitiv mit der Katze definitiv was nicht in Ordnung. Weil ich habe zuvor schon mit Schmacki aufgenommen und da war alles in bester Butter. Gut, das Internet von T-Life ist jetzt zumindest heute nicht auch nicht so das Allerwahre? Dämlich. Allerbeste. Ja. Ja. Das einzig Wahre wollte ich eigentlich sagen, aber. Das Ding ist einfach dieses, wie halt Katze dabei war, das bei mir mindestens, Moment, lass mich kurz überlegen. Ich glaube viermal insgesamt das Internet komplett abgeschmiert. Ja, Let's Katze hat leider nicht so ein gutes Internet und ja, das sind die typischen Internet-Sticks. Die sind ein Scheißdreck wert, ganz im Ernst. Ich kenne mehr als genug Leute, die solche Internet-Sticks haben und die bereuen das alle. Was ein Glück, dass ich eine LAN-Verbindung habe. Ich auch. Auf jeden Fall Danke. jetzt zu viert insgesamt. Jetzt können wir auch In gegen. Ordnung. Ah, jetzt können wir auch gegeneinander. Sehr schön. Okay, wie viele Oh, weia. Kandidaten Wollen möchten ihr wir? Glück versuchen? Ah, komm. Ich bin für die Schandtat bereit. Wunderbar. Je mehr Kandidaten, Gut, wer desto fängt jetzt besser. an? Na, sind Sie bereit? Mir ist es Möchten. wurscht. Oh, vielen Na gut, Dank. dann lassen wir T-Life Zuerst gleich den Sie, Vortritt. Kandidat 1. Ach du meine Güte. Ja, David. Okay, so war mir das irgendwo klar. Da kommt die Fans vor. Du kannst doch Zweiter, wenn du willst. Dann bin ich, Nö, schon okay. dann hätte ich eröffnet. Okay, T-Life fängt an. Ich bin Zweiter, Dritter ist Teddy und Vierter ist Schmacki. Einfach weil ich es jetzt festgelegt habe. Einfach weil ich ein Arschloch bin. Das bist du generell, Wolf, aber das ist ja auch. Oh, jetzt wird es Das unkoscher. ist so geil. Ein Er weiß ja, wie Arschloch. ich das meine. Ja. Nein! Jetzt Vor Kandidat allem in 2. so Spielen wie Toho. Toho. Ich weiß. Ja, das ist leider so, wenn man überheblich ist, dann man weiß, man hat Überwasser und dann macht man wirklich alles, um den jeweiligen Kontrahenten so zu demütigen, noch mehr Überwasser zu haben. In Ich Ordnung. weiß. Und Kandidat Irgendwann, 3, wenn bitte. Mario Kart 64 kommt, dann wirst du Staub fressen, Freundchen. Dritter war Hedy, habe ich gesagt. Oh. Yep. Und letzter war. Ich glaube, in Tekken würdest du mich sowas von in die Wand klatschen. Oh ja, da kannst du aber sowas dann drauf wetten. Tekken kann man aber, glaube ich, nicht. Also man kann In es doch zu Ordnung. zweit, aber ich glaube nicht über Herzlichen Dank. Emulator. Und Das schließlich weiß ich nicht, ob Kandidat das geht. 4. Und der Schmack-LP. Weil ich weiß, dass auf jeden Fall Decken zu zweit ging allgemein. Ja, das geht sowieso. Aber dafür würde ich dich in Kill Instinct fertig machen. Den Killer-Instinkt kenne ich nicht mal. Jetzt wird es unkoscher. Musst aber probieren, hat extrem gute Musik, der SNES-Teil. Okay. T-Life So, fängt an. 9 Life. war ja so 15 klar, dass das hier kommt. Antworten sind Das viel Special mehr. Force. Fangen wir an. Für 50 Euro Mit dem möchte ich, Mikrofon wieder dass Sie nun gerichtet. außerdem, letzte Katze, falls du es ansiehst, ja, du kannst doch zugucken, kannst dir so lachen. Wenn man Wenn man trotzig. trotzig auf seinem Halt Willen. die Fresse. Wenn man trotzig auf seinen Willen beharrt, ist man ein Breitmaul, Dünnhals, Dickkopf, Schmalhans. Du lachst nicht, geil. Nein, aber es ist definitiv Dickkopf. Ja, das ist es wieder. Wer wird Millionär? Die dritte Version. Ich habe auch die zweite. Ja, das weiß ich. Aber die werde ich Lassen Sie sich. für Bleiben Sie bei die Antwort Challenge B. verwenden. Natürlich 50 Euro. Jetzt ist hier wieder richtig kompetent zum Start. Oh yeah. Weißt du noch, da habe ich so gelacht. Sind Sie. Ich weiß, ich erinnere mich da Wie noch zu alt, gut kleiner dran. Prinz, alter Vielen Dank. König? Wir fangen natürlich immer ganz einfach an. Hier kommt Ist er mein die Euro-Frage. Silvester-Special?
Ich hab's gesehen. By the way, übrigens ein geiles Silvester-Special. Silvester-Special. Wer ist denn jetzt? Ich bin's, oder? Wenn alles in bester Ordnung ist, dann ist einer Rins nach alles in Buddha. Alles in Buddha. Buddha bei der Life-Force. Buddha bei den Fischen. Butter mal meine Fische, das klingt so scheiße. Deswegen sei ja Butter bei der Force. 15 Richtung. Hey, Pio, Hedy. Da werdet wir kompetent. Halt die Klappe. Seriös. Ja. Seriosität, das war mir groß geschrieben. Ja, wann kommt eigentlich der neue Banner hier? Wie wurde der englische König Richard der Erste genannt? War das nicht Löwenherz? Würde ich jetzt sagen, Richard Löwen. War das denn nicht? Hieß er nicht so? Löwenherz. Spinnenbein klingt geil. Richard Spinnenbein, der Erste. Lassen Sie sich Sie haben noch. Es ist natürlich Richard Löwenherz, weil der im Kreuzzug dabei war und gegen König Saladin gekämpft hat. Das war auch der Einzige, der mir gerade bekannt vorkam. Und die beiden waren zwar Gegner, aber sie haben sich respektiert. Richard Löwenherz ist das Herrschervorbild überhaupt. Wir fangen natürlich immer ganz einfach an. Froh zu Respekt. Jetzt ist der Schmuck dran. Respekt. Schnauze. Ein giftiges Liliengewächs mit einer lilafarbenen Blüte ist die Frühlingsrolle, Sommertulpe, herbstzeitlose Winternelke. Frühlingsrolle, gutes Ding, gut! Ich kenne mich zwar mit Blumen nicht so aus, aber das weiß ich sogar. Alle drei Joker, den 50-50 Joker, ich würde auch zu was denn. Frühlingsrolle, ich find's gut. Wer ist überhaupt dran? Schmacki, oder? Schmacki ist dran. Also wie gesagt, Blumen, ich bin kein Blumenexperte, aber das weiß ich sogar. Jetzt wird es unseriös. Ich finde das geil. Jetzt googelt Schmacki bestimmt. Falls er überhaupt da ist. Schmacki? Ich glaube, der überlegt gerade. Der knuspert noch. Ich wollte nur wissen, ob er da ist. Hätte ja sein können, dass er irgendwie weg ist oder so. Deswegen. Nur mal testen. Der Krübel da. Da kommt schon der Qualm aus dem Kopf. Jetzt geht der Rauchmelder. Scheiße, eine Pflanzenfrage. Jetzt geht der Rauchmelder. Du bist mir so einer, Hedy. Ich glaube, jeder von uns würde das sogar wissen. Tila, weißt du die Antwort? Also ehrlich gesagt nicht, weil mit Blumen allgemein kenne ich mich da leider nicht so sehr gut aus. Hedy, wüsstest das du? Ich hätte eine Ahnung. Also ich weiß jetzt 100%, was es ist. Also ich würde auch zu einer tendieren. Ich werde natürlich Schmacki nicht sagen, was es ist. Ich könnte nur aus dem Bauch heraus entscheiden. Und natürlich werde ich euch am Ende der Frage hier wieder ein Bild einblenden, wie die jeweilige Pflanze aussieht, weil das mache ich gerne. Oh, das ist ja richtig Kultur. So wie bei diesem einen Bogel. Marabus. Oder ja. Bei mir kann man nicht lernen, geil. Du riechst herbstzeitlose. C. C. Ja, das hätte ich auch hier. Angenommen habe, gibt es kein Zurück. Ja, es ist die Herbstzeitlose. Oh. Die ersten 50 Euro gehören. Das war Glück. Nee. Also für ihn war es Glück, für mich war es kein Glück. Für dich nicht, aber für den Schmacki war es jetzt Glück. Für den Schmackes. Wer ist jetzt dran? Im Winter wächst ja nichts. Kandidat 1. Die dunklen Farben kenne ich. Natürlich habt ihr das Bild von der Herbstzeitlose jetzt schon gesehen. Richtig kompetent. Ein Mensch ohne Sinn für Kunst und Kultur ist die leichteste Frage der Welt. Wer ist dran? Ich bin immer noch dran. Klingt sowas von einfach und das ist in dem Falle D, ein Banause. Also D. Ein Force. Klappe. Du bist sowieso ein Banause. Ich bin eine Banane. Nein, du bist der Vollidiot. Was bin ich, der alte König?
Wer reitet zu spät durch Nacht und Wind? Wer ist dran? Es ist der Vater mit seinem Kind, der Erlkönig, den wir so oft im Musikunterricht durchgemacht haben. Die Frage hatten nämlich Final Level Gamer, Osuma, Stevel, Venny und Simon auch. Es ist der Erlkönig. Wer reitet? Ja, die Germanistiker wieder. Nur mal so zu hin vorher, die. Obwohl, die Frage. Achso, die Frage hat schon Bart. Wer reitet zu spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Wie ging es noch weiter? Es ist der Forst. Ich kenne sogar den Text vom Erlkönig. Einen Rauschgifthändler bezeichnet man auch als Prokuristen, Nipper, Dealer, Schleimer. Rauschgift, Dealer? Was ist ein Prokurist? Was ist ein Depper? Sie sich Zeit. Sie haben noch alle drei Dealer! Tage, den 50. Bleiben Sie bei Antwort C. Mich würde das echt interessieren, was ein Prokurist ist. Schon haben Sie 100 Euro. Vielleicht bin ich auch aus dem Text an, was ein Prokurist ist. Das muss ich auch zuerst googeln. Kandidat 4. Ich bin jetzt einfach mal ein Arschloch und guck mal nach. Ja, mach das. Da muss ich den Text nicht einblenden. Denn seinen gibt's der Herr am Berg, im Schlafe, im Auto, im Himmel. Ach so, genau. Im Auto. Ich bin so dumm, ich hab's falsch vorgelesen. Den Herr, den gibt's so im Auto. Drei Joker. Den kleinen Herr. Der Kraft und in Ewigkeit Amen. Das war das Gebet, genau. Prokuristen unterzeichnen mit dem Zusatz PP oder PPA. So. Herr Prokura. Aha. Religionsfragen, ach du Scheiße. Was steht hier? Glaubt denn an so einen Scheiß? Ich komm schon, das ist so stinkeinfach. Wer ist denn jetzt überhaupt dran, Schmacki? Ja, der Schmacki bekommt wieder so eine leichte Frage. Ich halte es im Kopf nicht aus, jedes Mal dasselbe. Jetzt wird es los. Ey, sowas easy peasy. Jetzt wird es unkompetent. Ich sehe Final da hinten schon wieder sich halb tot lachen, genau. Du siehst Final schon wieder? Ja. Nein. Dafür dich aber mal! Der Wolfie. Ich weiß es nicht, aber ich hätte eine Vermutung. Ich weiß es. Jetzt geht es los. Nur, wie gesagt, wissen tue ich es nicht. Und nein, ich bin nicht der Telefonjoker, falls du das in Erwägung ziehst. Oh, der war gut. Wo ist denn Daniela? Oder Dirty Dirk, genau. Miss? Ja, die hebt dann so vom Telefon ab. Miss? Es ist so dirty. Nee, eher so. Da muss ich im Schlafe tippen. The Dirty Force Guy. Im Schlafen? Wollen Sie es wirklich riskieren? Ja, nein, vielleicht. Jetzt wird es unkoscher. Ja. Richtig, das sind 100 Euro für Sie. Boah, schon wieder schreit. Da hier wird. Dann hätte ich mit meiner Vermutung falsch gelegen sein. Ich hätte nämlich auf D getippt. Kaum zu glauben, ich wäre auch falsch gelegen. Weil ich dachte, damit ist das Gebet gemeint. Das in dein sei der Herr, der Kraft und in Ewigkeit Amen. Noch und so weiter. 13 Fragen bis zur Million. Ich glaube, ich habe mich da verlesen und deinen Text gegangen lassen. Jetzt wird es los. Gut, dann nehme ich alles zurück von mir. Das ist einfach. Wie heißt der Lieblingstummelplatz der Inlineskater? Oh. Jetzt wird es los. Er ist ein Trantilife, oder? Sag mir nicht, dass du das nicht weißt. Doch, ich weiß es. Aber ich lache über diese Frage einfach gerade zu sehr. Die läuft das alte Skater-Girl. Das müsste, wenn mich jetzt mein Hirn. Jetzt holt er den Tony Hawk raus. Klappe halten. Skater-Girl mit Mini-Rock. Skater-Girl mit Mini-Rock, dass man schön den Unterwäsche sieht. Bitte! Jetzt wird es schon wieder los. Es ist 2 Uhr morgens, ich darf so sein. Jetzt macht er so 20 Flips. Der Wolf wird eigentlich immer erst dann unseriös, dann ist meistens so zwischen 4 oder 5 ist. Ja. Dann wird er so richtig zum Wolf. Wenn der Lifehorse dabei ist. Was ist der größte Hit von Roy Orbison? Orbison. Orbison.
Stand By Me, Sea of Love, Love Me Tender, Pretty Woman. Puh, keine Ahnung. Lassen Sie sich Zeit, Sie haben noch alle drei Joker. Ich glaube, ich weiß die Antwort, aber ich sag nicht. Stay By Me kenne ich, zumindest die neuere Auflage. Das war, glaube ich, nicht von ihm. Sea of Love kenne ich nicht. Love Me Tender kenne ich, ich weiß allerdings nicht, wer es gesungen hat. Und Pretty Woman hat, glaube ich, ein anderer gesungen. Ich würde sagen Love Me Tender, ich bin mir allerdings nicht sicher. Okay, Sie setzen den Telefonjoker. Und wie gesagt, Sea of Love kenne ich nicht und Pretty Woman war, glaube ich, ein anderer. Glaube ich. Jetzt wird es unseriös. Das Pretty Woman walking down the street. Ja, bitte. Hallo Dagmar. Pretty Heady. Dagmar. Oh, sie weiß nicht, was ich sagen soll. Mausblödeltraum, ich will nicht Antivir oder so haben. Ja. Was für ein Blödeltraum? Antivir, geil. Danke. Jetzt hier das los. Jetzt wird es seriös. Ich wusste, dass jetzt Antivir kommt. Ja, das wussten wir. Ruhig, ruhig. Müsste eigentlich Pretty Woman gewesen sein. Sicher bin ich mir allerdings nicht. Das ist ja schließlich schon ein Weilchen her. Vielen Dank, Dagmar. Ich dachte, das heißt, hat Dagmar recht? Ich dachte, das ist ein Antragssong. Oder entscheiden Sie sich ganz sicher? Was denn? Pretty Woman. Sagt sie, ist sich nicht sicher. Und Dagmar ist sowieso einer, der man nicht vertrauen kann. Ach, scheiß drauf. Wenn ich die Antwort angenommen habe, gibt es kein Zurück. Wenn nicht, dann ziehe ich Dagmar die Hammelbeine lang. Sehr schön. 200 Alter Schlumpf. Es stimmt. Alter Schlumpf. Ja. Ich konnte mir nämlich gerade nicht verkneifen und mal nachgucken. Und das war jetzt richtig? Du guckst ja alles nach. Nein. Was war jetzt richtig? Ich hab jetzt was verfolgt. Pretty Woman war richtig. Ja. Die erste Eisenbahnstrecke Deutschlands führte von Nürnberg nach Leipzig, München, führt Frankfurt am Main. Bin ich dran? Ja. Ja. Ach du Scheiße. Ich glaube, das kenne ich so. Ich glaube, das weiß ich sogar. Nürnberg? Lassen Sie sich Zeit. Meine Deutschlandfrage, die ich weiß, geil. Joker, München? Joker, Telefonjoker und wobei, selbst das kann falsch sein. Ich habe keine Ahnung, ey. Nein. Nürnberg. Ich nehme mal das Publikum. Ich muss Haribo noch fressen. Jetzt wird es wieder. Kinderpro und den Wolf ebenso. Hallo. Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter. Ey, Schleichwerbung hier. Fuck. Sind sich einig, aber ich, ich hätte B gesagt. Das hätte ich jetzt alle. Das hätte ich als letztes genommen. Ja, dann nimm das mal. Ganz im Ernst. Wenn das jetzt falsch ist, dann hat Final Level Gamer sowas von Grund, sich aufzuregen. Jetzt hier das los. Der hat schon verrückt gespielt, dass die 72% gefailt haben. Sind Sie sicher? So hier das nicht. Warten wir mal ab. Weiter so. 200 Euro für Sie. Fürth, wo liegt denn Fürth? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau. Oh Gott, da Fürth. Bestimmt irgendwo in Schleswig-Holstein, wo Fein auch nistet. Der Schmacki ist dran. Fürth ist ein Fußballclub aus dem Osten. Das sind Serialien. Die Wolfie ist. Wollte mich flachsen, ja. Kellogg's Wolf ist natürlich. da kannst du das mal einblenden. Getreide. Kellogg's Wolf ist natürlich. Jetzt kannst du die Wolfies mal einblenden. Die wecken den Wolf in dir. Da passt das mal richtig. Jetzt wird es unkoscher. Und da einfach nicht anders, passt er gerade so gut. Ich glaube, das wird wieder so eine mega lange Episode. Nein! Ja klar, werde ich alles zusammenschneiden. Kandidat 1. Wieder so eine, wie lang ging die letztes Mal? 4 Stunden lassen? Boah, das war Hardcore-Shit. Das waren 15 Videos. Hier kommt oder 16. 300 Euro Frage. Und zum Ersten, was ist geil, das kann ich immer wieder machen. Welcher Sport war Konrad? Oh, das hatten wir doch auch schon mal. Adenauers großes Hobby im Alter, Golf. Ja, das muss man wissen. Bokia, Reiten, Tennis. Was ist ein Bokia? Boccia. Boccia, was ist das? Bokia. Jetzt wird es unseriös. Ich kenne das nicht, hallo.
Was ist denn Bolzen? Trotzdem! War das nicht hier dieses Kugel mit der dicken Kugel, ne? Nee, das war Cricket, glaube ich. Ja. Nee, da schmeißt du mit der Eisenkugeln. Auf andere. Also Bocce. Auf andere Leute. Also das meinst du, ich weiß nicht, wie das heißt, das habe ich aber auch mal gespielt. Es liegt schon Jahre zurück. Das habe ich mit meinem Vater mal gespielt und meinen Brüdern. Da wurde schon. Das ist schon wieder so lange her, da war er ja noch am Leben. Da war die Welt noch anders. Bocce. Jetzt wird es ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Boccia. Ich überlege gerade. Ich bin auch der Meinung, die Frage hatten wir schon mal gehabt, soweit ich mich erinnere. Ich glaube auch, dass wir die schon hatten, aber ich wusste nicht mehr, was richtig ist. Ich glaube Golf, aber ich bin mir nicht sicher, deswegen würde ich gerne den Publikumsjoker in dem Falle nehmen. Moment, ich muss mal decken, weil ich muss sonst wieder weg. So geht das nicht. Nee. Normal. So. Ich bin wieder da. Also, was soll sein? Publikum? Ja, ich hätte den Publikumsjoker, bitte. Also, wenn Boccia wirklich das ist mit den Kugelstoßen da, dann würde ich sagen, dass es Boccia wäre. Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter. Ja. Aha, das ist eine überwältigende Mehrheit. Wollt ihr mich flachsen? Tja, ich würde sagen, das ist eindeutig. Nein, das sieht man bei den alten Leuten häufiger, dieses Spiel. Aber ich wusste nicht genau, wie es heißt. Gut, dann das Publikum meint, dass es das ist, dann nämlich natürlich B. Habe, gibt es kein Zurück. B. Möchten Sie Ihre Meinung noch? Da richtet er sich nachher Masse. Dann nimmst du B. 300 Euro. Oh yeah. Hoffentlich haben wir wieder solche geile Folgen wie Wolf dreht durch oder so. Das war zu crazy. Das war aber auch wirklich zu geil, ey. Da hat der die Angst gehabt. Diesmal mit Schmacki am Start, hallo. Angst um sein Leben hat er gehabt. Da wird es richtig lustig. Was ist kein Musikinstrument? Zimbel, Bauchtrommel, Maultrommel, Ocarina, Gumbe. Also Ocarina ist Legend of Zelda und Maultrommel war dieses eine Teil, dieses Bild, das, was ich mir eingeblendet habe, war das die Maultrommel? Nur die Ruhe. Sie haben noch zwei Joker. Halt die Schnauze, du Penner, du Dreckiger. Und den Publikumsjoker. Jetzt für den Unkoscher. Zimpel ist eine Figur aus Dragon Ball. So ein Typ. Ich wollte es gerade sagen. So ein Typ, der Piccolo gespuckt hat. Das war. Eddie ist ja, glaube ich, drin. Das war, glaube ich, der zweite. Der erste war Tambourin, der zweite war Zimpel. Wieso bin ich dran? Ich hab das Publikum hochgenommen, oder? Ich bin dran und sie haben den Maultrommel. Der Hedy. Ach stimmt, ja, Wolf ist echt. Ja. Ich sag's ja nur ungern, aber die Antwort ist falsch. Tut mir wirklich leid. Jetzt hier das los. Weißt du was, du kannst dich ordentlich ins Knie ficken, du Bastard. Es geht weiter. Was war's jetzt? Gumbe. Gumbe. Ich weiß nicht, was eine Gumbe ist. Hier kommt die 300-Euro-Frage. Ich kann ja Bilder einblenden. Welchen Beinamen trug der deutsche Pädagoge Friedrich Ludwig Jahn? Junge! Dreckonkel, Turnvater, Gymnastikpapst, Zuchtbulle. Ein Pädagoge? Dreckonkel, warum? Turnvater, warum? Pädagogen, das sind ja so ähnlich wie Masseure oder gleich so mit körperlicher Gesundheit war es, glaube ich. Ja, aber Reck. Gymnastikpapst, Zuchtbulle. Zuchtbulle klingt irgendwie schweinisch. Das klingt so wie Zuhälter oder so. Turnvater klingt für mich einfach idiotisch. Gymnastikpapst, das ist, versteht sich von selber. Hä? Hallo, Gymnastikpapst. Da kann man doch nur lachen. Deswegen würde ich eher zum Reckonkel tendieren. Pädagoge? Das ist doch nichts mit Massieren. Nee, nicht mit Massieren, aber es hat was mit dem menschlichen Körper, ich glaube, mit den jeweiligen Muskelstellen zu tun, irgendwie sowas. Das ist doch was mit Erziehung, oder nicht? Ich wollte gerade sagen, Wolf, was redest du dir da gerade zusammen? Ach so, dann was? Stimmt. Deswegen würde ich auf Zuchtbulle tendieren. Deswegen hatte ich am Anfang ja gesagt, so Reckonkel, Turnvater, da war ich schon stimmt, wieder. Stimmt, dann habe ich das verwechselt, ich Depp.
Moment, ja. Moment, was war denn dann das andere? Warte mal, ich muss schon zerlegen. Das, ja, ich würde Zuchtbulle sagen, weil das hat ja was mit Erziehung. Zuchtbulle, Pädagoge, das hört sich zwar krass an, aber... T-Life, guck mal nach, was ein Pädagoge ist, aber sag's noch nicht. Sag's erst später. Okay. Ja, nicht, dass ich mich jetzt hier verhaue, aber... nee, meiner Meinung nach ist ein Pädagoge ja sowas mit Erziehung und sowas. Ich lese das dann vor, wenn es soweit ist. Keine Ahnung. Deswegen würde ich da eher auf Zucht, aber weil da jetzt so viele Sachen mit ja, Sport sind, weißt du? Es gibt irgend so einen Begriff, der auch was mit Muskeln und Gesundheit des Körpers zu tun hat. Vielleicht nicht direkt Pädagoge, aber auch so ähnlich. Ich nehm die, ist mir egal, ob ich jetzt rausfliege. Mir scheißegal. Ohne Gummi hier, der Heddy. Sie sind sich ganz sicher, oder? Leider ist und tschüss. Keine Ahnung. Und was wär's gewesen? Das wird für mich jetzt am meisten Sinn machen. Turnvater? Warum Turnvater? Soll ich jetzt vorlesen? Ja. Ein Pädagoge von Griechisch, keine Ahnung was da steht, ist eine Person, die sich mit dem erzieherischen Handeln, also der Praxis von Erziehung und Bildung und den Theorien der Pädagogik in der Regel professionell auseinandersetzt. Ja, aber warum dann Turnvater? Ja, und was hat das jetzt, hat das jetzt was mit Erziehung zu tun oder mit... Primär wird die Bezeichnung Pädagoge für eine Person gebraucht, die einen Studiengang aus dem Bereich der wissenschaftlichen Disziplin der Pädagogik abgeschlossen hat. Im deutschsprachigen Raum gängige Abschlüsse sind die des Diplomspädagogen bzw. ein Staatsexamen oder ein Master in der Erziehungswissenschaft. Ja, aber wieso dann Turnvater? Weiß nicht ich nicht. Zuchtbulle. Ich lese schon mal die nächste Frage vor, währenddessen kann T-Life gucken, wie das mit den Muskeln und so weiter war, weil da heißt das auch so ähnlich. Ich weiß auch nicht, wie heißt die berühmteste Sektmarke aus der ehemaligen DDR? A. Froschkönig, B. Rotkäppchen, C. Frau Holle, D. Schneewittchen.